Als die Bundeswehr gegründet wurde, war weißer Jahrgang, weil ich glaube 25 Jahre alt war und so. Und da wurde ich nicht mehr eingezogen. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Also bin ich nie Soldat geworden. Aber das ging dann 1964 los. Da kämpften weiße Söldner auf Regierungsseite gegen Rebellen im Kongo. Und die Rebellen waren eigentlich übergelaufene Regierungssoldaten, hatten also sehr gute Waffen mitgenommen und so weiter. Und wie ich später erfahren habe, ist da auch Che Guevara im Kongo gewesen und hat versucht, die anzuleiten. Aber das war natürlich sehr schwierig für ihn, weil die zum Teil, also völlig undiszipliniert waren, ne? Die haben sich zum Beispiel immer volllaufen lassen mit irgendwelchen Alkoholsorten, hielten sich dann für unverwundbar und stürmten gegen die Regierungstruppen vor. Und denen wurden Arme abgeschossen, die liefen trotzdem weiter und so weiter. Also ganz blutige Geschichten gab es da. Na, jedenfalls kämpfte auch eine Truppe weißer Söldner im Kongo und galt zeitweilig als verschollen. Und da kriegte ich den Auftrag mit einem Kollegen zusammen, der die Geschichte schreiben sollte, uns da durchzuschlagen zu diesen weißen Söldnern. Das heißt, wir sind zu dritt eigentlich geflogen, zwei Fotografen und dieser schreibende Kollege. Wolfgang Petri hieß der und der andere Dieter Heckemann, der flog nach Kamina, wo die Söldner ausgebildet wurden. Und er hatte das Pech und wir hatten vorher vereinbart, egal wer was fotografiert, wir teilen uns hinterher das Honorar. Also wir kamen in der Hauptstadt Leopoldville, so hieß sie damals noch, an und er flog von dort weiter nach Kamina, nach Katanga. Und kam in diesem Söldnerlager an und der Presseoffizier lud ihn ins Casino ein. Und er ging mit dem ins Casino und er sagte, stellen Sie mal Ihre Kameratasche da ab. Und dann, als er nun anfangen wollte, nachdem sie da was getrunken und gegessen hatten im Casino und zu fotografieren, sagte der, nein, ich bringe Sie jetzt zum nächsten Flugzeug, das zurück nach Leopoldville geht. Hier wird nicht fotografiert. Ihre Kameratasche bekommen Sie dann im Flugzeug wieder und so. Und so musste der ergebnislos nach Leopoldville zurückfliegen und hat dann die ganze Zeit dort im besten Hotel, Hotel Memling war das, auf uns gewartet. Wir hatten uns von Leopoldville nach Coquelinatville auf dem Weg gemacht per Flug. Das war eine Provinzhauptstadt in der Mitte des Kongo. Und von dort aus waren die Söldner aufgebrochen, um die Rebellen zu bekämpfen. Und auf dem Flughafen in Coquelinatville trafen wir auch erst die ersten verwundeten Söldner. Und die erzählten uns eben von dem Kommando 52 und der Hauptmann Siegfried Müller. Der lief mit seinem Eisernen Kreuz, das er sich als Artillerist erworben hatte, im Zweiten Weltkrieg, im Russlandfeldzug, immer herum und beschrieben uns den Weg, wie wir den finden könnten durch den Kongo. Und da mussten wir also 375 Kilometer sind wir erstmal gefahren von zu einer Provinzstadt. Stadt ist da immer, sind ein paar Häuser, ne? Das ist dann schon eine Stadt. Und dort fanden wir eine Gruppe desertierter Söldner. Und die erzählten uns, wie gefährlich das gewesen war. Sie waren vorgestoßen, Müller hatte eine Michelin-Karte und offensichtlich hatten die Straßenbauer da ein paar Kilometer zugemogelt, um mehr Geld zu kassieren. Jedenfalls, als sie da um eine Kurve rumkamen, da sollte es noch ein paar Kilometer bis zum Fluss sein, waren sie aber schon am Fluss und kriegten vom gegenüberliegenden Ufer mit schweren russischen MGs, das ist glaube ich so 20 mm Geschosse, Feuer und der erste Söldner wurde gleich getötet. Das war ein Deutscher aus Münster.
Und sie gingen da hinter den, ich meine, da war nicht viel Deckung, aber so große Pflanzen, nicht? Also mit breiten Blättern. Dahinter haben sie sich erstmal versteckt, bis es dunkel wurde. Und dann sind sie wieder auf den Weg und zurück, ein paar hundert Kilometer. Und da waren so verfallene Häuser. Es war nämlich damals so, als der Kongo noch König Leopold von Belgien gehörte, es war ja sein Privatbesitz. Und dann hat es ja auch furchtbare Gräuel gegeben, nicht? Wenn die Schwarzen nicht richtig, man darf ja gar nicht mehr schwarz sagen, aber wenn die Eingeborenen nicht richtig arbeiteten, wurden denen die Hände abgehackt von den Belgiern und so weiter. Also ganz schlimm war diese Zeit. Na, jedenfalls, alle 80 Kilometer war ein festes Gebäude für durchreisende belgische Regierungsbeamte gebaut worden. Aber diese festen Gebäude, es war ja auch nur im Grunde ein Parterre und so und ein Schilfdach drauf und so weiter. Die waren inzwischen alle verfallen. Aber an einer Wegkreuzung, diese eine verfallene Ruine benutzten Müller und seine Leute als Festung sozusagen. Aber die Hälfte seiner Leute machte da nicht mit. Die sagten, der Urwald ist 3 Meter hinter uns. Da kann sich jeder ranschleichen. Selbst am Tage sehen wir den nicht und Handgranaten hier ins Haus werfen, nicht? Das ist unmöglich zu verteidigen, dieses Haus, wenn die angreifen. Und diese haben sich dann abgesetzt, wieder über 300 Kilometer zurück hinter einem Fluss. In diesem Ort in Gene, wo wir sie dann gefunden haben. Dann habe ich mir von allen die Namen geben lassen, haben sie alle selber aufgeschrieben. Denn einer ihrer Offiziere war inzwischen nach Coquelin-Atteville zurück, um da anzuregen, die vor ein Kriegsgericht zu stellen, weil sie ja Müller weggelaufen waren, ihn praktisch mit ein paar Söldnern allein gelassen hatten. Naja, ich habe die dann überredet, einige, die Deutschen auf jeden Fall, aber waren auch ein paar Rhodesier dabei, weil ich keine Lust hatte, über 300 Kilometer allein da auf dieser Urwaldpiste vorzustoßen, bis zu Müller, habe ich die überredet, mit mir zurück zu Müller zu fahren. Weil ich gesagt habe, dann schreiben wir das, nicht, dass ihr desertiert seid und so weiter. Und so habe ich Müller in einen Teil seiner Leute zurückgebracht und die anderen sind dann auch am nächsten Tag Nacht gekommen und dann kam auch der Offizier aus Leopoldville zurück. Der war nun besonders brutal, der hieß Charles Macy und war ein Kneipenwirt aus Brüssel. Der kochte immer, wenn wir Rebellen erschossen hat, in unserem Essenseimer, wo wir immer unser Essen zubereiteten, kochte der die Köpfe aus, hackte die Köpfe ab und die Totenköpfe hängte er vorn, befestigte er an den Jeep und die Ellenbodenknochen so über Kreuz dran. Und die Fotos habe ich ja da. Naja, jedenfalls sagte mir Müller-Heidemann, es ist also streng verboten, dass wir Journalisten aufnehmen, denn es soll ja eigentlich geheim bleiben, dass weiße Söldner für die schwarze Regierung kämpfen. Und wahrscheinlich werden wir ja auch bezahlt von der Union Minière in Brüssel, die finanzieren das alles, ne, und so weiter, weil die ja Angst haben, dass das kommunistisch wird hier, der Kongo. Und sie müssen also schon sich als Freiwilliger erklären und als ob sie bei uns mitkämpfen wollen. Außerdem müssen sie mir zeigen, ob sie schießen können. Ich sage, Hauptmann, ich werde aber nur schießen in Notwehr. Ne? Ja, ist in Ordnung, sagt er, aber da wir nur 30 Mann sind und die mit Tausenden oft ankommen, ist wirklich notwendig, dass jeder schießt. Na, ich habe ihm dann gezeigt, dass ich schießen kann. Und dann kriegte ich eine Söldneruniform verpasst. Die war sowieso bunt durcheinander gewürfelt. Jeder hatte in anderen Farben was, Tarnfarben oder nur so grüne Farben oder Khaki-Farben. Also alles bunt gemischt im Grunde.
So, und dann habe ich die Söldner natürlich interviewt. Ich hatte mein großes Urtonbandgerät mitgeschleppt, also noch mit den Wachsdingern da, mit den großen Spulen. Und dann hat er mir erstmal seine ganze Geschichte erzählt und dann die Söldner, wieso sie Söldner wurden und so weiter. Ne? Ja, und dann kamen auch schon die Angriffe der Söldner. Ne? Wir probierten gerade einen Granatwerfer aus. Er fragte, wer kann den denn überhaupt bedienen und so weiter. Und dann schossen wir so in Richtung der Straße. Straße ist da so ein Feldweg immer, nicht? So wie hier ein Feldweg ist, also mit einer Wagenspur und in der Mitte eine Grasnarbe und so. Das ist die Hauptstraße durch den Kongo. Die zieht sich über 1000 Kilometer durch den Kongo. Und rechts und links ist 1000 Kilometer Urwald. Ne? Also man kann nicht im Urwald kämpfen, weil nach 3 Schritten raschelt das nur noch und man weiß nicht, ob da Freund oder Feind ist, ne? Man würde sich immer gegenseitig erschießen da. Also bleibt man auf diesem Weg. Hätten die da ein paar Nägel gestreut oder Glasscherben und so, hätten sie den ganzen Vormarsch unterbrechen können, nicht? Denn die Söldner hatten durch Falschspielen beim Pokern in Coquelin-Ville den dortigen Militärs ein paar Jeeps abgerungen beim Pokerspiel. Haben mir gegenüber zugegeben, dass sie auch noch falsch gespielt haben. Und mit diesen Jeeps sind sie dann vorgestoßen. Die hatten ja nicht mal Ersatzreifen mit, nichts. Ne? Also mit ein paar Glasscherben hätte man den Vormarsch dieser 30 Söldner aufhalten können. Aber diese 30 Söldner haben den Krieg gewonnen dann da. Ne? Weil die griffen uns immer, ach so, wir probierten den Granatwerfer an. Wir hatten gar nicht gesehen, dass die schon dabei waren, uns anzugreifen. Ne? Es war gegen Mittag so. Und dann kriegten wir plötzlich von vorn MG-Feuer und was weiß ich alles. Und der eine kriegte 3 Schüsse, ein rhodesischer Söldner, kriegte 3 Schüsse hier ins Bein, also traf die Hauptschlagader und der starb dann da natürlich sofort. Und den haben wir dann vor dem Gebäude, also vor der Hausruine begraben. Einer trompetete, habe ich alles auf Tonband übrigens. Müller hielt eine Ansprache, auf Englisch glaube ich. Und wir haben es also jedenfalls tapfer verteidigt. Nun hatten wir ja kaum was zu essen. Aber von diesem, das war ja wie gesagt so eine Wegkreuzung, von da ging ein Weg zu einer früheren Plantage und da schickte er ein paar Söldner hin. Die Plantage war verlassen worden wegen der Rebellengefahr, aber da haben sie 3000 Flaschen Bier gefunden. Also haben wir uns hauptsächlich dann durch ein lauwarmes Bier tagelang ernährt. Das schmeckte natürlich wie Piss, aber war flüssiges Brot. Aber dadurch waren wir alle in einem komischen Zustand, denn wenn man bei der Hitze nur warmes Bier säuft und kaum was zu essen hat, die haben dann mal so eine kleine Ziege da erwischt und die dann hinten gebraten und so weiter, aber mehr hatten wir nicht zu essen. Und ich habe dann immer so Limonen oder so ganz kleine eingesammelt und habe die ausgepresst in meine leere Whiskyflasche, die ich noch mit hatte, und habe die in die Sonne gestellt und es gärte natürlich. Und nach ein paar Tagen war das dann wahrscheinlich reiner Alkohol. Jedenfalls hieß es dann, die Presse gibt heute Abend eine Party und jeder durfte mal dran nippen an der Flasche. 30 Mann. Naja, also wir haben uns dann, wie gesagt, ein paar Tage erfolgreich verteidigt und dann kam endlich Nachschub mit belgischen Soldaten und so weiter. Und ich bin dann, ich wollte ja nun nach, mein Kollege war ja nicht mitgekommen. Der war zurück nach Coquelin-Ville gefahren und hat dann zu mir gesagt, Gerd, du berichtest mir ja sowieso alles, was soll ich da vorne, nicht? Du machst die Fotos und hast Tonbandgeräte mit Interviews, die, und dann schreibe ich danach nachher meine Berichte. Ne? Warum soll ich mich da in Gefahr begeben? Ne? Machst du schon alles.
den traf ich dann im Kokkelatwill wieder, weil ich hatte dem Müller gesagt, ich muss jetzt unbedingt mal die Filme meinem Kollegen bringen, damit er die nach Hamburg transportiert und so weiter. Der Stern will ja nun möglichst schnell eine Geschichte machen. Ich komme aber zurück. Aber als ich dann in Kokkelatwill war, hieß es, nein, du darfst nicht mehr zurück. Die haben schon von Hamburg geschrieben. Sie brauchen dich dringend für andere Geschichten noch und so. Also bin ich leider nicht wieder zurück. Aber ich war kaum in Hamburg. Ich weiß nicht, was ich dann noch, muss ich mal in den Ordnern gucken, für eine Geschichte gemacht habe. Jedenfalls im November, das war also im September, Oktober gewesen, 1964, die Geschichte mit dem Kommando 52 und Hauptmann Siegfried Müller, der dann allgemein Kongo Müller genannt wurde nach unseren Reportagen. Meine Geschichte wurde ja weltweit auch weiterverkauft vom Stern und veröffentlicht. Und im November hieß es dann wieder, belgische Familien sind Geiseln der Rebellen in Stanleyville. Die Stadt Stanleyville ist von den Rebellen erobert worden. Es war die zweitgrößte Stadt im Kongo. Und belgische Fallschirmjäger werden dort landen, um die Geiseln zu befreien. Da bin ich dann nach Brüssel geflogen. Und da war ich dann ganz allein. Ja, nach Brüssel geflogen und habe mir vom Kriegsministerium eine Genehmigung geholt. Und dann bin ich mit dem belgischen, dann bin ich geflogen nach Leopoldville und von dort mit einem deutschen Piloten mit einer DC-3 nach Stanleyville. Und dort war ich dann mit den belgischen Fallschirmjägern zusammen und da war es nun so, da wurde furchtbar getötet, nicht? Also da kamen die Rebellen oder Nicht-Rebellen mit weißen Tüchern um den Kopf an und sagten, wir sind keine Rebellen, das sollte das Zeichen sein, dieses weiße Tuch. Und dann sagten die schwarzen Soldaten, waren das nicht die belgischen Fallschirmjäger, nehmt mal diese weißen Tücher ab. Und dann nahmen sie die ab und dann sagten die, ihr seid Rebellen, ihr habt keine weißen Tücher um den Kopf. Und dann haben sie die vor meinen Augen erschossen und geschlagen, die Gefangenen, und gequält und so weiter. Und ich konnte es nur fotografieren, weil ich in Söldneruniform rumlief und auch eine Maschinenpistole hatten, die hielt mich also für einen Söldner. Sonst hätte ich das gar nicht fotografieren können. Und dann landeten immer die Maschinen, da war also von der CIA. Und die holten nun aus den Häusern, was noch wertvoll war. Ich habe dann Fotoalben für eine Familie, die hatte ich auf dem Flughafen in Leopoldville kennengelernt. Die waren geflüchtet, also laufend trafen in Brüssel die Flüchtlinge aus dem Kongo ein, nicht? Die Familien. Und die eine sagte, ich habe meine Fotoalben zurückgelassen in meinem Haus, habe ich mir die Adresse geben lassen und dann habe ich die Fotoalben gerettet und ihr dann zustellen können und so weiter. Naja, das war dann die zweite Geschichte. Und von da an war ich nun Experte für afrikanische Kriege. Dann kam der Biafra-Krieg, der war dann im Juni 67, glaube ich, ne? War der Israel, also der Sechstagekrieg, Israelkrieg, war ich auf jordanischer Seite. Und dann kriegten wir Napalm auf den Kopf von den Israelis. Ne? Die Bilder wollte der Stern nicht veröffentlichen. Das kannst du in dem Buch lesen von Braumann. Mit Braumann war ich da nämlich. Und der hat dann in konkret seine Geschichte unter einem Pseudonym veröffentlicht. Und die Fotos habe ich dazu geliefert, weil der Stern diese Fotos nicht veröffentlichen wollte. Aber Nann wusste, dass wir das waren, die das dann in konkret veröffentlicht haben. Er hat aber nichts dazu gesagt. Er hätte uns ja anschnauzen können und so. Da waren die verbrannten Kinder in konkret, ne? Also die durch Napalm verbrannten Kinder. Ja, und dann ging das Schlag auf Schlag. Dann kam Angola, Mosambik, Cabinda, Guinea-Bissau. Insgesamt waren es dann 12 Kriege.
Und da hatte ich meiner damaligen Frau versprechen müssen, so, jetzt ist ein Dutzend voll, ich verspreche dir, ich gehe nie wieder in den Krieg in Afrika. Ne? Und dann im Ostern 1979 rief mich der stellvertretende Chefredakteur Viktor Schuller an und sagte, Herr Heidemann, wir wissen ja, Sie wollten eigentlich nicht mehr in den Krieg, aber Sie kennen sich doch am besten aus. Zwei unserer Reporter sind verschollen in Uganda. Die wollten über Uganda und Idi Amin eine Geschichte machen und die melden sich nicht mehr. Die haben versucht, über den Viktoriasee nach Uganda zu gelangen, zusammen mit zwei schwedischen Reportern. Ich sagte, die habe ich auch gerade im Fernsehen gesehen. Die sind nämlich gefilmt worden, die schwedischen Reporter, und erzählten, sie wollten nach Uganda rein. Ja, er sagte, wir schicken ein ganzes Team, aber wenn Sie das bitte begleiten und denen Ratschläge geben, nicht, wie man sich in Kriegsgebieten zu verhalten hat und so. Naja, dann bin ich, natürlich habe ich meiner Frau gesagt, du, ich gehe bestimmt nicht. Ich bleibe in Kenia und werde von dort das alles versuchen zu managen. Ja, dann bin ich nach Kenia geflogen, habe mir eine Privatmaschine da genommen und bin nach Uganda reingeflogen. Und dann war ich eben in Uganda und habe mit Kollegen zusammen recherchiert und festgestellt, unsere beiden Reporter und die beiden schwedischen Reporter waren über den Viktoriasee rübergefahren mit dem Schiff und nach Uganda, waren da in einem Dorf gelandet und da kam eine Patrouille der Regierung, also der Polizei, im Jeep angefahren, hat die Reporter da aufstellen lassen und vom Jeep haben sie die mit Maschinenpistolen da erschossen. Und dann hat die Dorfbevölkerung sie hinter dem Dorf begraben. Dann haben wir sie da ausbuddeln lassen und haben sie, und ich habe inzwischen den Schreibtisch von Idi Amin ausgeräumt und war da in seinem Folterzentrum, habe alle Papiere, wenn es möglich war, noch sicherstellen können, die geheimen Akten, auch über den israelischen Befreiungsversuch der Geiseln, da als ein Flugzeug entführt war nach Uganda, wo dann auch eine Frau nur getötet wurde, weil die war ins Krankenhaus gebracht worden, eine Israelin, und die war dann dort ermordet worden. Die anderen haben die Israelis befreien können. Die hatten ja sogar einen Dunkelhäutigen als Idi Amin verkleidet und so, nicht? Und haben damit die Flugplatzwache erstmal täuschen können, weil sie haben extra einen Mercedes mit angeflogen und eingeflogen und er fuhr dann davor und die dachten, das ist Idi Amin, der da drin sitzt, weil sie auch den in Idi Amins Uniform gesteckt hatten und so. Und da ist dann nur der israelische Offizier gefallen. Das Kommando hatte also auch einen Toten. Ja, und darüber gab es eine Geheimakte, die habe ich in Israel, in Idi Amin Schreibtisch gefunden. Die habe ich dann mitgenommen und dann habe ich mich von der deutschen Botschaft als Diplomat ad hoc erklären lassen. Dann wurde ich nicht kontrolliert beim Zoll, so konnte ich die Geheimdienstakten durch alle Zolls bis nach Deutschland schaffen. Ja, das ist die Geschichte. Da waren auch viele Briefe von Elisabeth, der Königin, an Idi Amin dabei und Fotoalben von Idi Amin. Ein Großteil. Und dann die Unterhose von Idi Amin hatte ich in seinem Haus am Viktoriasee gefunden, im Kleiderschrank. So ein großer Schinkenbeutel, nicht? Und das Ganze hatte ich mal gegen DDR-Dokumente, Nachlass von Honecker getauscht beim Auktionshaus. Und das hatte erst ein Museum ersteigert, ein Schweizer Museum alles. Und dann sind die wohl pleite gegangen und die haben es dann wieder zur Auktion gegeben. Und da wollte ich wenigstens die Unterhose, weil das natürlich gleich im Spiegel stand, Heidemann versteigert Idi Amins Unterhose, habe ich versucht, das zurückzuersteigern. Und dann hat mich der Jan Vetter, der Schauspieler, überboten.
Und der hat dann auch so eine Kuriositätensammlung. Und der drehte mal in unserer Straße und besuchte mich. Und da habe ich ihm viele Fotos von Idi Amin geschenkt. War also glücklich. Aber hat ja nicht viel davon gehabt. Ein paar Jahre später ist er gestorben. Wahrscheinlich wird seine Frau das irgendwann wieder alles zur Versteigerung geben. Aber ich habe hier im Archiv auch noch einige Sachen von Idi Amin, Fotos und so weiter. Also das ist die Geschichte der Kriege.